Wenn man es ganz genau haben will, dann macht man es selber. So gehe ich an die Sache ran. Man kann viele Sachen kaufen, man kann viele Sachen selber machen. Ich bin immer fürs selber machen, und wie ich ein paar kleine Sachen heute selber mache, das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist ein Begleitvideo zu meinem Video Nummer 175 von Drehendrehms, fast zeitgleich mit diesem Video hochgeladen wird. Also ihr könnt euch gerne beide anschauen. Dieses Video gehört im Grunde genommen dazu, weil hier baue ich den Kleinkram, den ich dort mit einbaue. Hier im Hintergrund sehen wir schon, wie ich kleine Holzbohlen selber erstelle. Das Ganze mache ich in Lightburn. Das Ganze habe ich so gemacht. Man sieht es schon, ich habe krumme und schiefe Kanten reingemacht, so dass das Ganze irgendwo nicht gerade ist, sondern wenn ich kleine Bretterstapel baue, am Anfang haben wir sie ja gesehen, dann sollen die auch krumm und schief sein. Und so wie man sie halt von Hand abgelegt hat, so soll das Ganze aussehen. Ich habe hier ein paar liegen, die sind akkurat und perfekt. Die sind gekauft. Gefällt mir gar nicht. Manch einer wird es noch kennen aus einem Video von mir, wo ich das Sägewerk auseinandergerissen habe. Da habe ich ja auch so diese ganzen Bretterchen daraus gemacht, und die liegen wirklich eins wie das andere übereinander. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich überlege gerade, Augenblick. Hier, da bin ich wieder. Hier habe ich welche. Das sind die Dinger, die man kaufen kann. Manch einem mag das gefallen, manch einer findet das vielleicht schön. Mir gefällt es überhaupt nicht. Hier gibt es noch ein paar andere Varianten in schmal. Oder was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, nochmal ein Schmal. Aber die original bei dem Sägewerk dabei waren, die sahen noch schlimmer aus. Die hat man so mal so schön als Nudeln bezeichnet, als Bandnudeln. Sah furchtbar aus, ganz, ganz schlimm. Ja, hier habe ich noch mehr von dem Zeugs. Ich weiß nicht, was ich damit machen werde. Ich werde es nicht brauchen. Ich vermute mal, das kann man auf Wagen oben drauf machen für Holztransport oder irgend sowas in der Art. Brauche ich nicht, gefällt mir nicht, werde ich nicht einsetzen. Also wie gesagt, ich baue es lieber selber, und da habe ich das jetzt hier mir alles schön in meinem Lasercutter gecuttet. Ist also eine ganz kleine Geschichte. Wenn man denn einen Lasercutter hat, geht das alles prima zu handeln. Und irgendwann hat sich der auch bezahlt. Hatte ich ja mal ein Video zugebracht, ein Ding da. Ist ja auch egal. Hier säge ich jedenfalls, man sieht es im Hintergrund, ich gehe nicht auf alles ein. Wer übrigens meinen ganzen Kommentarkram nicht hören will, da macht mal kurz einen Ton aus oder wie auch immer, da guckt sich nur das Video dazu an. Auch gut. Das Ganze wird fixiert mit Sekundenkleber. Ihr seht schon, nachdem der Sekundenkleber da drauf gemacht worden ist, habe ich das sofort weggeschoben, weil es tritt Kleber auf der Rückseite aus durch das Bohrloch oder beziehungsweise durch das ausgelaserte Loch. Das ist nicht ganz passend, das kann auch nicht, sonst hätte ich niemals diese kleine Stange da reinbekommen. Aber der Sekundenkleber, der flüssige, der geht durch. Hier sehen wir ein schönes Crashteil. Hier einen ganzen Stapel Bretter, das ist der, den ich vorhin entworfen habe. Die sind also 1 mm stark, die Brettchen. Und dann entsprechend lang gewählt und dick gewählt. Das habe ich also variiert. Ich habe verschiedene Stapel gemacht, aber ihr seht schon, diese braune Kante, die da vorne dran ist, das ist vom Laserschneiden. Und da habe ich, auch wenn man sowas hier nicht sehen mag, habe ich so lange gebastelt und habe auch probiert und gemacht, bis, also mit der Laserstärke, bis die braune Kante mir tatsächlich gefallen hat. Die soll ja so aussehen, als wenn das noch Baumrinde wäre, dass das nur zersägte Bretter sind. Also ich wollte jetzt ja kein blankes Brett von allen Seiten haben. Das ist so Standard. Ich wollte also gerne noch so Rinde mit dran haben. Zum Schluss habe ich das Ganze auch noch ein bisschen noch irgendwas draufgelegt, schief rangeklebt. Man sieht es hier schön in dem kleinen Bild hinten drin, so dass das wirklich so aussieht, als wenn da irgendjemand aufeinander gepackt hat oder der Stapel noch nicht voll ist oder die kleinen Querhölzer damit draufgelegt hat, weil sie übrig waren und so weiter und so fort. Koloriert habe ich es gar nicht. Ich habe tatsächlich die Holzfarbe gelassen. Ich habe ja auch die braune Außenkante, die wirklich aussieht wie echtes Holz. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Ganze wird nur mit diesem extremen Mattlack, den wir da im Hintergrund sehen, wird das Ganze nur angestrichen und matt übermalt, sodass man eben die Sekundenkleberreste nicht mehr sieht. Ja, weil das sieht man ja sonst, wenn er so glänzt. Und wenn ich alles mit einem einheitlichen Lack überziehe, dann ist das alles weg. Dann hast du eine homogene Fläche, dann ist alles schön. Hier muss auch nichts gealtert werden oder wie auch immer. Das staubt sowieso auf der Anlage alles ein. Und dann verändert sich die Oberfläche auch nochmal ein bisschen. Wer eine Mobak hat, der kennt das irgendwo. Oder für andere Dioramen genauso geeignet. Ja, das muss nicht unbedingt für eine Modellbahnanlage sein. Das kann auch für andere Dioramen verwendet werden, solche kleinen Teile. Und wie schnell man das eigentlich macht, wie einfach man das macht, darum ging es mir heute mal, dass man einfach mal sieht, komm, ich setze mich hier mal eine Stunde hin, ich baue mir so ein bisschen Kleinkram, ich brauche hier nicht irgendwelchen Geld ausgeben für den Quatsch hier. Mir gefällt es gar nicht, da habe ich übrigens auch noch ein paar Kabelrollen dabei, die sehen im Original so aus.
Gefällt mir überhaupt nicht. Klar, kann man bemalen, wie auch immer. Ist aber unterm Strich keine andere Technik. Hier ist ein Kabel draufgerollt, so ein gelbes. Und das ist nichts anderes, als was ich da gerade mit den schwarzen Kabeln mache. Und ich denke, mein Empfinden, dass das, was ich da selber gebaut habe, mir besser gefällt als das hier. Hier kann man vielleicht den Untergrund noch verwenden, hier so ein Halter drunter, wo man die Rollen draufpacken kann, dass sie halt nicht wegrollen. Kann man gerne verwenden, braucht man aber auch nicht. Ist eigentlich alles irgendwo Quatsch. Also wie gesagt, sowas kommt bei mir nicht in Frage, kommt überhaupt nicht drauf, mache ich nicht. Und das baue ich lieber alles schön selber. Und jetzt klebe ich hier gerade die Kabelchen an, brauche ich gar nichts zu sagen. Ich habe es übrigens vorhin kurz eingeblendet. Das Ganze ist ein altes, kaputtes USB-Kabel. Da hat mir die Stärke von dem Draht besser gefallen. Natürlich müsste man, wenn es echt aussehen soll, vielleicht ganz, ganz dünn was verwenden. Habe ich übrigens auch ein bisschen was da, hat mir aber irgendwo nicht gefallen. Man sieht es halt besser, wenn das Kabel ein bisschen dicker ist. Es ist ja alles im Maßstab 1 zu 160. Und bei 1 zu 160, ich sage es immer wieder, kann man ruhig übertreiben. Man kann das ruhig alles größer, dicker, kräftiger, wie auch immer machen, weil wenn man ein bisschen weiter wegsteht, ist es halt geht besser, wenn man es ein bisschen grober hat, wenn man es dann irgendwo sieht. Wenn man natürlich in einem größeren Maßstab arbeitet, 1 zu 35 oder was weiß ich was, dann kann man natürlich ins Detail gehen. Dann guckt man auch, dass man das Richtige, da wäre vielleicht wahrscheinlich der Draht der Richtige gewesen. Aber da gehst du natürlich sogar noch weiter ins Detail rein, als man das vielleicht bei 1 zu 160 macht. Weil für Nahaufnahmen oder für schöne Dioramen nimmst du 1 zu 35 oder 1 zu 20 oder was weiß ich. Da wirst du seltenst in 1 zu 160 arbeiten. Und damit das eben, wie gesagt, bei 1 zu 160 gut aussieht, man sieht es jetzt hier auch so, wo ich es hinsetze, ist das genau richtig. Und hier bin ich richtig mit der Kamera herangezoomt. Das heißt, hier bin ich richtig dicke dran. Man sieht es ja an meiner großen Hand. Und wenn ich praktisch weiter wegstehe, möchte ich es auch noch erkennen. Man kann auch bei 1 zu 160 gut arbeiten. Ja, man kann das noch viel, viel feiner machen. Ist aber wahrscheinlich gar nicht erforderlich. Also speziell mit den Kabeln, mit den kleinen Bretterstapeln bin ich ja recht zufrieden. Das gefällt mir ganz gut. Und die Kabeltrommel, hier stelle ich gerade eine hin, die ist sogar ein bisschen schief aufgewickelt. Alles gut, alles schick. Man muss sich vorstellen, man hat das vielleicht mal losgemacht, weil man da irgendwas machen wollte. Dann hat sich das Kabel ein bisschen gelockert, dann liegt das eben so ein bisschen schräg drüber. Mein Gott, das muss nicht perfekt sein. Um Gottes Willen, ganz, ganz weit weg von perfekt und schön ist alles schön. Und ja, mit diesen Bildern möchte ich mich schon wieder verabschieden für die Woche. Es war ein kurzes Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr dabei seid. Schaut auf meinen anderen Kanal noch rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut, euer Uli. Tschüss.